Den Anfang unserer heutigen Sendung über die NGOs macht ein kurzer systematischer Überblick durch mich. NGOs nennt man, wenn man sie ausschreibt, Non-Governmental Organizations. Wikipedia sagt dazu ganz einfach, das sind zivilgesellschaftlich zustande gekommene Interessenverbände, die eben nicht durch öffentliche Mandate legitimiert sind. Die Zielsetzung dieser NGOs ist oft offen, kann man sagen, also sie beziehen sich meist auf menschenrechtliche Belange, Entwicklungsarbeit, ökologische oder soziale Themen. Und wichtig ist vor allem auch, dass keine Gewinnabsichten, also auch in solcher Hinsicht keine parteilichen Bindungen bestehen. Die Definition der NGO lässt sich also deutlich besser, also wie auch schon der Name mit dem Non-Governmental zeigt, am besten in Abgrenzung von staatlichen oder parteilichen Verbänden bringen. Zur Anerkennung und zum Stand der NGOs sieht man am besten auf den Artikel 71 der UN-Charta. Dort wird den NGOs ein Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen zuerkannt. Das bedeutet, dass sie dort eine Beratungsfunktion einnehmen können, sofern sie eben bestimmte Merkmale erfüllen, die von der UN eben gefordert sind. Mittlerweile sind etwa 4.990 NGOs Teil dieses Konsultativrats oder dieser Anordnung. Generell werden NGOs von Institutionen wie der UNO, UNESCO, dem Europarat oder der EU-Kommission anerkannt, sofern sie denn einerseits von einer Bürgerschaft mit gleichen Interessen gegründet sind und auch die assoziierten Bürger, die eben Teil dessen sind, vertreten und auch so gesehen einen repräsentativen Status im Sinne des Demokratischen haben. Genauso sollen die NGOs auch in sich demokratisch strukturiert sein und nicht, das ist auch nochmal deutlich zu betonen, gewinnorientiert agieren. Die NGOs erhielten durch den Europarat 1986 eine Unterstützung durch das Gesetz, das Europäische Übereinkommen über die Anerkennung der Rechtspersönlichkeit internationaler nichtstaatlicher Organisationen. So der Name. Allerdings ist nur ein Viertel der Mitgliedstaaten diesem beigetreten. 2007 verstärkte der Europarat diese Empfehlung auch noch einmal und meinte, das gelte eben nicht nur für internationale NGOs, sondern auch für nationale NGOs. So gesehen gab es da schon Bemühungen, die NGOs wirklich auch gesetzlich zu verankern, auch ein Bewusstsein und auch ein Respekt für diese Organisation in den Staaten zu schaffen. Aber ich betone noch einmal, nur ein Viertel der Mitgliedstaaten ist bisher diesem Übereinkommen beigetreten. Und wenn man sich beispielsweise den Umgang mit von NGOs wie in der Türkei ansieht, dann fällt einem relativ schnell auf, dass es eben nicht so gut steht, was eben den Respekt staatlicher, nationaler, parteilicher Organisationen gegenüber den NGOs oder ja aussieht. In unserer heutigen Sendung möchten wir uns also dieser Problematik stärker widmen und NGOs untersuchen, die gerade mit diesen Problemen zu kämpfen haben.